Braunschweig. Also ich freue mich erstmal, dass wieder viele neue Gesichter auch hier sind, dass wir wieder mehr geworden sind. Und deswegen bitte ich mal um herzlichen Applaus für alle, die neu heute hierher gekommen sind. Fabian, ich habe auch gleich eine Idee für dich, um gleich mal dein Thema aufzugreifen. Wir brauchen bloß einen Sarg, groß Pressefreiheit drauf und symbolisch die Pressefreiheit zu Grabe tragen. Und da die Medien uns nicht informieren, also nicht so informieren, wie es sein sollte, nämlich wahrheitsgemäß, habe ich einfach mal wieder ein bisschen recherchiert und wollte euch mal was erzählen über die Sanktionen gegen Russland. Es wird uns ja gesagt, dass es auf Deutschland keine Auswirkungen haben wird, dass es alles nur pro forma ist, etc. Aber von diesen Sanktionen sind in Deutschland 6.200 Firmen betroffen. Natürlich hat Russland jetzt auch sofort reagiert und hat zum Beispiel die Einfuhr polnischer Äpfel verboten. Diese polnischen Äpfel tun aber gar nicht die Kriterien erfüllen, um hier in Deutschland verkauft zu werden. Und jetzt jammert Polen laut, weil sie da 17% Exportstoff haben und auf ihren Äpfeln sitzen bleiben und haben dann gleich mal von der EU gefordert, wenn ihr Sanktionen macht, dann möchten wir doch bitte unsere 30 Millionen Entschädigung haben, weil wir unsere Äpfel nicht verkaufen können. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist Polen sehr aktiv beteiligt an der Krise in der Ukraine. Die Söldner vom Maidan wurden in US-Basen in Polen ausgebildet. Und wenn die Sanktionen jetzt Polen treffen, dann frage ich mich, warum weint Polen? Das Weitere wurde ganz groß in den Medien gleich wieder aufgepusht, als Russland vor einer Erhöhung der Gaspreise warnte. Wie gesagt, Russland hat nicht gedroht, Russland hat nur gewarnt. Weil die Sanktionen betreffen auch Maschinen etc., die eben zur Gasförderung mit genutzt werden. Und wenn das nicht möglich ist, das in Russland einzuführen, dann kann es natürlich sein, dass eben die Liefersicherheit zurückgeht. Außerdem, wenn Europa weniger Gas von Russland abnimmt, ist natürlich weniger Gas vorhanden. Was ist marktwirtschaftliches Prinzip? Wenn verknappe eine Ware und sie wird teurer. Das waren die wahren Warnungen von Russland und keine Drohungen. Ich habe mir dann auch noch mal mich mit dem Thema Arbeitsplätze beschäftigt. Angeblich sollen ja bloß 25.000 Arbeitsplätze dranhängen, aber in Wirklichkeit sind es 300.000. Und das bei unserer Arbeitslosigkeit, die ja wesentlich höher ist, als was uns in den Medien verklickert wird. Weil diese paar Prozent an Zahlen, das sind so viele Leute nicht mitenthalten, die in der Statistik geschönt werden. Ne? Wenn man sich mit den Arbeitslosenzahlen beschäftigt, dann muss ich euch sagen, leider ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland über 10%. Sie liegt geschätzt bei ungefähr 14%. Und wenn dann nochmal 300.000 Arbeitsplätze wegfallen sollten, könnt ihr euch das vorstellen. In der EU soll der Einbruch insgesamt durch die Sanktionen 0,3% betragen. Das sind 40 Milliarden Euro. Nächstes Jahr sollen es minus 0,4% sein. Das sind dann schon 50 Milliarden Euro. Und der Schaden für Russland wird sich wohl ungefähr in der Höhe von 100 Milliarden bewegen. Soll Russland darauf nicht reagieren? Was viele nicht wissen, wir haben uns vor kurzem vor einem automatischen Atomkrieg befunden. Am 28. Juli hat die Ukraine 3 ballistische Mittelstreckenraketen auf Russland abgefeuert. Diese wurden vom automatischen Raketenschirm von Russland abgefangen. Aber es heißt automatischer Raketenschild. Und damit lief auch automatisch in den Computern der Gegenschlag an, der von Russland in letzter Sekunde abgewendet werden konnte.
Wenn das nicht geschehen wäre, wäre die erste Atombombe wahrscheinlich in der Ukraine explodiert. Habt ihr das gewusst? Haben euch das die Medien erzählt? Jetzt kommt dazu, überall in der Ukraine finden jetzt Manöver statt. Und im September, Oktober werden diese Manöver, es sind 8 Stück, sich zeitgleich alle überschneiden. Wird euch da nicht irgendwo mulmig zumute? In einem Krisengebiet 8 NATO-Manöver stattfinden zu lassen mit umfangreicher Technik? Was wird hier vorbereitet, Leute? Was wird vorbereitet? Warum geht ihr hier einkaufen? Warum sitzt ihr gemütlich in Cafés? Warum interessiert euch das alles nicht? Es wird ein Krieg vorbereitet. Seht ihr das nicht? Sagen euch das die Medien nicht und deswegen stimmt es nicht? Oder glaubt ihr wirklich nur das, was in der Zeitung steht, was in den Nachrichten verbreitet wird? Oder macht ihr euch auch mal selber Gedanken? Bitte macht euch die Gedanken. Geht selber ins Internet, recherchiert. Es gibt so viele Seiten. Informiert euch selbst. Ihr müsst kein Wort glauben von dem, was ich sage. Ihr müsst euch selbst informieren. Ihr müsst aufwachen. Was in diesen so schönen Medien ja uns auch erzählt wird, ist, Russland oder die Separatisten, ne, hätten Flug MH17 abgeschossen. Ich sage euch, es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Russland hat zahlreiche Beweise vorgelegt, unter anderem mit der Flugüberwachung, Flugradar. Und wo eindeutig zu sehen ist, dass da eine Su-25 flog. Nun wird gesagt, eine Su-25 kann nur in 7500 Meter Höhe fliegen. Das ist falsch. Dieser Wikipedia-Eintrag ist erst vor wenigen Tagen geändert worden. Die wahre Flughöhe der Su-25 liegt zwischen 12.000 und 14.000 Kilometer. Außerdem, es sind zahlreiche Fotos zu sehen von der Absturzstelle. Schaut sie euch an. Das Cockpit ist von innen explodiert, weil das ist keine Buk-Rakete gewesen. Es wurde von Maschinengewehrfeuer einer Su-25 getroffen. Man muss nur eins und eins zusammenzählen. Schaut euch die Bilder an, die Einschüsse sind eindeutig zu sehen. Man sieht, dass von außen nach innen geschossen wurde und man sieht die Explosion der Schrapnelle, die das Cockpit durchdrungen haben, auf der anderen Seite wieder austraten, wo die Krater dann nach außen gehen aus dem Cockpit. Darum geht es. Ihr müsst euch selbst informieren. Die Medien tun es nicht mehr für uns. Und deswegen, wacht auf, informiert euch. Aber ich habe auch noch eine positive Nachricht für euch. Und zwar in der Westukraine stehen die Menschen mittlerweile auf. In der Westukraine stehen die Mütter auf. Sie verbrennen die Einberufungsbescheide ihrer Söhne und Ehemänner. In der Westukraine sitzen Mütter auf der Autobahn und blockieren die Straßen. In der Ostukraine sind gestern oder heute, ich weiß nicht genau, ich habe es heute gelesen, 438 Soldaten der ukrainischen Armee nach Russland übergelaufen und haben dort Schutz gesucht. Es wird wirklich immer mehr. Und wenn ich in die anderen Städte schaue, auch in den anderen Städten, wo die Menschen auf den Mahnwachen für den Frieden stehen, es werden immer mehr Menschen. Auch in den sozialen Netzwerken. Immer mehr Menschen kommen und sagen, erklär mir doch mal, was da los ist. Erklär es mir doch mal, ich verstehe es nicht. Und ich kann euch sagen, woran das Ganze liegt. Es geht nicht um Menschenrechte, es geht nicht um Humanität. Es geht ganz allein nur um Ressourcenwege, um Handelswege. In der Ukraine geht es um Schiefergas. Die ganze Ostukraine ist bereits an Shell verkauft. Es geht um die Krim. Es geht um den Mittelmeerzugang Russlands, weil hat Russland keinen Zugang zum Mittelmeer mehr, kann es auch seinen Hafen in Tartus nicht mehr bedienen und damit Syrien und Iran schützen. Was wäre denn, wenn Russland diesen Zugang nicht mehr hat mit seinen Schiffen? Was glaubt ihr, wie lange es dauert,
dass Amerika und Israel in Syrien einfällt und dort weiter offiziell bombardiert. In allen Ländern geht es nur noch um dieses Thema. Was ist, in Argentinien wird uns erzählt, Argentinien wäre pleite. Das ist falsch. Argentinien ist überhaupt nicht pleite. Argentinien kommt seinen Zahlungsverpflichtungen nach. Aber Argentinien ist das Opfer von Hedgefonds, die Staatsanleihen aufgekauft haben, die eigentlich schon mit einem Schuldenschnitt versehen waren und jetzt Argentinien auf 100% Rückzahlung verklagen. Das ist das Problem von Argentinien. Ich habe mich vorhin, wo ich hierher kam, war ich noch alleine und saß hier ein junger Mann, mit dem kam ich ins Gespräch und da ging es darum, ja, aber warum demonstriert ihr hier in Deutschland? Euch in Deutschland geht es doch gut. Ja, geht es uns denn wirklich gut in Deutschland? Sind wir wirklich so ein reiches Land? Ja, im Prinzip schon. Aber wir haben viel zu viele Menschen, die auf dem Abstellgleis der Gesellschaft sich befinden, die einfach abgeschoben wurden, um die sich niemand mehr kümmert. Schaut mir die vielen Hartz-IV-Empfänger an oder die, die sogar Sozialhilfe. Seht euch die chronisch Kranken an, denen die Krankenkassen die Hilfe verweigern. Seht euch die Rentner an, die Flaschen sammeln. Geht es uns wirklich so gut? Und wenn ich dann höre, ja, die Schulden in Deutschland, die sind ja gar nicht so hoch, die können wir zurückzahlen, das ist Käse. Keiner wird diese Schulden zurückzahlen. Wir haben 7 Billionen Schulden, wenn man die inoffiziellen Schulden mit dazu nimmt. Nimmt man noch die Verpflichtungen für Pensionen und alles dazu, ist es alles noch viel höher. Es kann nicht zurückgezahlt werden. Das einzige Interesse der Politiker ist jetzt, an die Sparguthaben heranzugehen, an die Pensionsfonds etc. Denn jeder Schuld steht ein Geldvermögen entgegen und an dieses Geldvermögen, auch an die privaten Immobilienvermögen, wollen diese Politiker jetzt dran. Es geht los, in Spanien zum Beispiel gibt es jetzt schon eine neue Steuer auf Sparvermögen. Auch wenn man nur 50 Euro da drauf hat, da wird auch besteuert. Und so wird es auch uns agieren. Uns allen wird es so agieren. Ihr werdet alle das euer Geld verlieren. Es wird, ich weiß nicht, ob es zu einem Währungsschnitt kommt. Ich weiß nicht, ob es zu einer Hyperinflation kommt. Aber das erklärte Ziel, so wie ich die Politik beobachte, ist, wir könnten das alles ganz schnell loswerden, indem wir die Rüstungsindustrie anfeuern, aber dafür benötigen wir einen Krieg. Und genau da müssen wir alle Nein sagen. Aber wir können nur Nein sagen, wenn wir viele sind, wenn wirklich alle aufwachen. Und es kann doch nicht so schwer sein, sich da mal hinzustellen, da mal sich 1-2 Stunden Zeit zu nehmen und für Frieden einzugehen. Da bricht niemand einen Zacken aus der Krone. Aber ich sehe, alleine während ich hier gesprochen habe, sind schon immer mehr Menschen dazugekommen und dafür möchte ich euch danken, dass ihr euch einfach Gedanken macht. Vielleicht seid ihr nächsten Montag wieder hier, so lange, bis dieser Platz gerammelt voll ist, bis niemand mehr wegsehen kann. Wir sind das Volk, wir müssen unsere Stimme erheben und wir müssen sagen, nein, so nicht. Wir wollen Frieden. Danke.